Ja, und damit herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Punkt 22 Uhr, ja, nicht ganz 3 Minuten nach. Da bin ich wieder zu Soma. Ja, wir spielen da weiter, wo wir aufgehört hatten. Und ich war beim letzten Mal fies bei der letzten Folge. Ihr wisst oder im Stream, wir haben an der Tür aufgehört. Ne? Und wir spielen da jetzt weiter. Und ich bin sehr gespannt, was uns da alles noch erwartet. Die Steinlaus, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Guten Abend. Gleich gibt's ein schönes Günnis und Stream. Zum Wohle. So. Alter Schwede. Mir kribbelt's jetzt schon. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ist unfassbar. Man sieht's leider nicht. Verdammt. Wieso muss ich eigentlich sowas immer spielen? Verdammt. Aber Among the Sleep werde ich auf jeden Fall spielen. Ich gucke das Game gerade zum ersten Mal. Achso, du hast beim letzten Mal gar nicht zugeguckt, Chiller Killer. Flex, gib uns den Hogor! Natürlich. Du hast beim letzten Mal gar nicht zugeguckt, Chiller Killer. Da hast du was verpasst. Kannst ja auf YouTube dann und dir eine Folge nochmal angucken. Da sind ja die ersten Folgen schon hochgeladen. Die erscheinen immer, ich glaube, so gegen 19 Uhr, glaube ich, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, wann die immer kommen. Ich meine, ja. Schon erwähnt? Schon erwähnt? Soma! Es ist Soma-Zeit! Hört ihr das auch? Wollte nur gucken, ob ihr wach seid. Entschuldigung, konnte ich mir nicht verkneifen. Tut mir leid. Wofür steht denn der Name Soma? Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht finden wir es raus. Müssen wir schauen. Entschuldigung. So. Auf geht's. Zum Fortfahren eine beliebige Taste drücken. Ich drücke das Touchpad und dann geht's auch schon los. Und da haben wir beim letzten Mal aufgehört. Wir erinnern uns. Und alter Finne, ich bin immer noch total fasziniert, wie das aussieht. Boah, so hätte echt Bioshock sein sollen. Die Katzen haben sich erschrocken. Flex. Survival! So. Zugriff gewährt. Ja, dann lasst uns mal schauen, was uns hier erwartet. Hello? Anyone there? Well, Catherine, we found Theta. Wir haben Theta gefunden. Sehr schön. Oh, es ist lädt gerade. Oh, diese Geräuschkulisse ist der Hammer. So, da können wir was machen mit dem Omni-Tool, ne, oder? Sehe ich das gerade richtig? Mit dem Omni-Tool schwenken. Noch mache ich lustige Sprüche. Naja. Nee, Flexi hat so was Angst vor Soma, dass er nicht mehr nicht mehr was traut zu spielen. Naja, ich traue mich nicht mehr zu spielen, natürlich. Was, das Game ist ja mega voll low, voll ungruselig. Ja. Ist es auch. Müsst ihr mir noch einreden. Wie renne ich denn nochmal? Ich muss mal eben kurz nochmal gucken, wie ich nochmal renne. Achso, okay, alles klar. Ich muss die Tasten ein bisschen reinkommen. Wir hatten ja mittlerweile eine kleine Pause gehabt. Für dich auf YouTube. Oh. Ah. Wir können die Scheibe ja einschlagen. Ich möchte aber gerne mal gucken, was wir da mit dem Omni-Tool machen können. Oder sollen wir erst. Ach, wisst ihr was? Wir schlagen erst die Scheibe ein. Müssen mal gucken, ob wir hier was finden. Vielleicht können wir das hier nutzen. Da ist er ja wieder. Hallo Klangkasper. Wir sind gerade hier reingegangen. Vorsicht, Rutschgefahr. Ich habe mich echt erschrocken, du Schlingel. Ja, das funktioniert ja super. Gibt es denn hier noch irgendwas, was ein bisschen schwerer ist? Hier die Box vielleicht. Vielleicht funktioniert die.
Ah, damit geht's. Ist überhaupt nicht laut. Hallo? Spring da. Spring da rein. Alter, hör auf. Erstmal den Stuhl beiseite legen. So. Ich will nur sicher gehen, dass hier nichts ist. Mhm. Okay. So, was haben wir denn hier? Hier können wir auch das Omni-Tool benutzen. Da ist auch die Tür. Da würden wir in den Raum reinkommen. Da bin ich mal gespannt. Lass mal schauen, was haben wir denn noch hier? Okay, können wir was greifen? Aber ich glaube, wir können nichts einschalten. Jetzt hast du das Monster aufgeweckt, ja. Na, Entschuldigung, ich habe irgendwas im Mund gehabt gerade. So, probieren wir mal aus. We're here. We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have the done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just sustain itself. Zusammen. Yes. Attached to a probe fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's heroic. At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Ah, oh, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you, so you can explore the station. We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. Find someone who knows the security cipher. Find someone who knows the security cipher. Ja, ja. Lexi, ich sag nur, geben. Ja, aber was das mit der Arche noch so auf sich hat, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich so Sinn der Sache ist. Weil das klingt alles zwar so schön und alles, ja, ein schönes Leben hat man da auf der Arche, aber ob das wirklich so... Muss ich jetzt hier rein, oder? Ich glaube, hier rein muss ich, ne? Aber ich brauche mein Omni-Tool dafür. Oder gibt es eine andere Tür, die ich jetzt offen kriege? Nee, ne? Warte mal, wir schauen mal. Da ist was passiert. Normalerweise ist Flex pünktlich. Ich bin auch pünktlich. Wieso? Was ist denn? Wie kriege ich denn mein Omni-Tool eigentlich wieder? Bei ihr, oder? Hallo, ich brauche mein Omni-Tool. Finde jemanden, der den Sicherheitscode kennt. Ich soll jemanden finden, der den Sicherheitscode kennt. Wen soll ich denn bitte hier finden? Um Gottes Willen. Ich soll jemanden finden, der den Sicherheitscode kennt. Vielleicht auf der Toilette. Naja. Was ist das hier? Ah, das ist Licht. Na, guck mal einer an. So, ich soll jemanden finden, der den Sicherheitscode kennt. Naja.
Hallo Affenkaiser, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show und willkommen zu Soma. Sollen jemand finden, der den Sicherheitscode kennt? Oh, da ist noch eine Tür. Okay. Guten Abend, Niki. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ich will nur erstmal mal so gucken, welcher Gang am beruhigendsten ist. This place looks deserted. Bei Flexi stimmt gerade bestimmt was nicht. Wieso? Was ist denn? Data is clearly the best option for survival. Alter Schwede. Ich würde doch gerne erstmal den anderen Gang entlang gehen. Bevor wir jetzt. Was war das denn? War das gerade ein Grafikfehler? Ich habe schon wieder voll die Paras. Das ist unfassbar. Wow, boah, wie geil das aussieht. Das ist ja Hammer. Where the hell did they all go? Data is out of the picture. Where would you go? Probably Lambda or Well, we've seen Lambda already. Ich meine, ich hätte mal was aufgeschnappt, weil, wie gesagt, ich habe ja gar keine Infos mehr vom Spiel eingeholt. Ich meine mal aufgeschnappt zu haben, 6 Stunden soll es wohl gehen. Um den Dreh. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ach du Scheiße. Was haben wir denn hier alles? Das Spiel wiegt mich wahrscheinlich wieder nur in Sicherheit, ne? Oder? Okay, da ist nichts drin im Mülleimer. I'm worried we won't find anyone. Maybe they all helped out with the Ark. To carry it to town? Ja, natürlich. Hier ist keiner. Boah, das war aber irgendwie schon gruselig, sich jetzt umzudrehen. Das war schon so ein bisschen. 12-Stunden-Story. Ah, 12-Stunden-Story. Okay, 12 Stunden sogar. Ob ich das 12 Stunden durchhalte, ich weiß es nicht. Ich glaube, mir reichen schon 5. Will ich da wirklich rein? Das erinnert mich auch irgendwie an Alien hier mit den Dingern. Wo sind wir denn jetzt? Um Gottes Willen, ich habe voll die Orientierung verloren. Ich gehe nochmal da hinten lang. Wo die Rohre wohl überall hinführen. Oh, hier ist hell, hier bleibe ich. Ah! Ich meine, hey, das war ein Husten. Boah, wie peinlich, ich will das gar nicht sehen. Boah, wie peinlich das in der Webcam ausgesehen haben muss. Ich will das gar nicht sehen. Ich habe Tränen in den Augen. Oh, der alte Klotürentrick. Und in der letzten ist was drin, oder? Boah, Alter, habe ich mich erschrocken, ey. Bin total angespannt. Oh, eine Dusche. Geh nicht an. Na. Funktioniert anscheinend nicht. Blöde Dusche. Ich würde mich jetzt gerne kalt abduschen, damit ich ein bisschen runterfahre. Verdammt, ey. Dieser miese Trick mit den... Nein. 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 Also... Ah. Haben wir es jetzt gesehen? Wir sind doch ein Roboter. Also wir sind auch ein Roboter. Verdammt scheiße. Ich hätte ja noch wenigstens gedacht, dass wir keiner sind, aber... Verdammt.
Hör doch mal auf mit der Scheiße. Verdammt. Irgendwas ist da drin, ich weiß es doch. Ich sehe es jetzt schon. Also wir sind doch ein Roboter. Können wir ja auch nochmal gucken. Verdammt. Sieht aus wie der Terminator. I'll be back. Scheiße. Wie konnte das nur passieren? Was? Nein, ich habe nicht Kreis gedrückt. Nein. Ich habe nicht Kreis gedrückt. Mm-mm. Licht, geh an. Vielleicht bist du auch nur Tiefseetaucher. Ja, mit roten Augen, die sich bewegen. Oh nein. Warum erinnert mich dieser Flur jetzt gerade so unheimlich an PT? Mit dem Ball. Habt ihr eigentlich von PT diesen zweiten Trailer gesehen? Wie das aussehen sollte, wo der Ball von alleine loskullert? Hui! Wenn er jetzt zurückkommt, ne, dann mache ich aber das Spiel aus. Ja, willkommen zu Let's Play Live von alle neuen Zuschauer. Jeden Freitag und Samstag 20 Uhr. Ach, da kann man durchlaufen, okay. Licht. Ah, schon viel entspannter. So. So, dann müssen wir mal schauen, ob wir hier... Wir sollen ja jemanden finden, der den Sicherheitscode weiß. Mhm. Prost! Ja, muss ja was sehen in der Tiefsee. Ja, das stimmt. Ai. Ja, was soll denn das sein? Aha, Microwave, Radioaktion, Electric Hazard. Aha. Fußball mit Flexi, genau. Hallo Zipfelchen, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Ich glaube, den Witz hatte ich schon gehabt, glaube ich, letzte Mal. Flex nimmt die Flex mit. Da kommt irgendwas, ich schwöre, da kommt irgendwas. Irgendwas kommt da gleich. Irgendein John Jumpscare oder sowas. Oder wenn wir auf dem Rückweg sind. Licht, Licht. Hey, that's Myra. You want me to bring something? A souvenir? No, it's just memories. Was, das ist ihre Kabine? Habe ich das gerade richtig, Was? I seriously doubt you'll find anything useful in there. Was ist das denn? Your teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. Der sieht aber fies aus. Hast du gestern schön gesungen? Wie gesungen? Wieso habe ich denn gesungen? Oh, ein iPad. Tagebuch. So, im Morgan Read hat heute eine Maschine getestet. Sie war eindeutig von der WoW beschädigt worden. Noch wichtiger aber war, dass sie auf ziemlich primitive Weise zusammengebaut worden war. Als ob jemand nur zu dem Zweck geschaffen hätte, um sich von der WoW stehlen zu lassen. Nach ihrer Aktivierung imitierte die Maschine den Raum und Reed gleich mit. Nach einiger Zeit wurde sie gescannt und dann als Simulation
in die digitale Umgebung geladen. Die Präsentation schockierte Reed und wurde schnell gelöscht. Mich ängstigt, wie sehr mich das an mein KR-Kapsel erinnert. Was? Hallo Franzi, willkommen zu Let's Play Live. Schön, dass du eingeschaltet hast. Nach dem Zerlegen der Varium-Maschine, die Reed aktivierte, ist es nun klar, dass die Vau mein Kapselprojekt kopiert hatte, um die Szene zum Ausführen der Reed-Simulation nachzustellen. Bis auf einen Punkt ist sie in ihrem Aufbau tatsächlich äußerst ähnlich. Im Gegensatz zu meinen Kapseln, in der sich aus Modellneurographen konstruierten, flache Menschen befinden, lebt der Gehirnscan des Variums weiter. Er ist nicht auf seinen Inhalt beschränkt, auf dem ursprünglichen Gehirnscan, aus dem Reed entstand. Die Reed ist dem Vivarium, war eine perfekte Kopie. So, ich hab's, ich kann die Menschheit retten. Ich kann eine Kapsel mit einer künstlichen Realität bauen, in der jedes lebende Mitglied von Patros 2 Platz findet. Ich weiß nicht, wie es beim Varium funktioniert hat, aber ich kann die Scan-Technik der Vau mit Hilfe der Pilotensitze replizieren. Sie sind bereits mit dem erforderlichen Elektromagnet-Trommeltyp ausgestattet. Es war einfacher, als ich gedacht hatte. Die Pilotensitze sind bereits auf die zum Aufzeichnen des Scans erforderlichen Diffraktion und Hochenergie konfiguriert. Ich vermute, dass die Vau die Sitze schon seit einiger Zeit dazu benutzt, Scans von uns zu stehlen. Das erklärt vermutlich auch die Imitate. Die Vau muss die Scans der Leute über die Pilotensitze gestohlen und sie als Intelligenzbasis für die Menschen benutzt haben. Okay. So, was haben wir denn da? Hallo und alle, Super Tuxi, grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Flex, ich bin etwas sauer auf dich. Aha, okay. Dass heute der Hi-Chat alle sagen Heizflexi. Hallo Fisch, was? Fisch? Habe ich Fisch? Habe ich irgendjemanden verpasst? Fisch, hallo Fisch, was? So, bei überraschend positiven Feedback des Teams haben wir das Arche-Projekt nun offiziell begonnen. Wir werden so viele Leute wie möglich scannen und sie in der Kapsel laden. Dann werden wir sie mit der Weltraumkanone in den Weltraum schießen. Sich vorzustellen, dass wir auf diese Weise weiterleben werden, ist eigentlich ganz nett. Super Tux, wenn du nachher noch Zeit hast oder was, dann streamen können wir noch ein bisschen quatschen, wenn du Lust hast. Ne? So, Mark Sarange hat sich nach seinem Scan umgebracht. Er hatte allen erzählt, dass sie sich umbringen sollen, um so irgendwann auf die Arche zu gelangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Sicher ist, dass dadurch einige Streitereien beim Personal entbrannten und anscheinend ist das irgendwie mein Fehler. Strohmeier ist gar nicht mit mir zufrieden. Hoffentlich wird er sich wieder beruhigen. Okay, KR-Kapseln. Richard hat mir einen Satz KI-Vorlagen gegeben, die ich noch nie gesehen habe. Ich habe eine von ihnen ausgearbeitet und einen neuen Freund für Kapsel Catherine und ihren Clan Vergangener zu kreieren. Neue Methode zur Turbulenzsimulation führt zu deutlicher Verbesserung des Wettersystems. Habe Reed implementiert, ist nicht gut gelaufen. Neuer Versuch mit Reed. Reed kommt nicht gut mit den anderen zurecht. Sie ist zu real. Ist denn heiern alle, die etwas oder ähnliches mit Flex bzw. Flex-Szenen und sowas zu tun haben? Böser Flexi. Was denn? Was habe ich denn gemacht?
Stimmt ja. Stimmt ja. Ist ja richtig. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich hab's nicht vergessen. Nein, ich hab's nicht vergessen. Nein. Ich hab drauf gewartet, dass du heute im Stream vorbeischaust. Deswegen. Hä, komm. Jetzt singen wir alle mal. Jetzt singen wir alle mal für den lieben Super Tux. Singen wir alle mal ein Geburtstagsständchen. Ja? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Pampelmuse im Schuh. Happy Birthday to you. Nein. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber René. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du hast ordentlich gefeiert heute. Und, boah, das tut mir so leid, ehrlich. Also, tut mir so leid. Ne? Alles Gute zum Geburtstag, Großer. So. Ja, das ist doch mal eine Community. So. So, Prost zusammen. Auf dich, lieber René. So. Und dann machen wir hier jetzt auch auf YouTube eine kleine Folgenpause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.